Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Deutschland kann nicht Energiewendeland sein und Kohleland bleiben. Diese Tatsache, so schien es, hatten auch hier in Deutschland und im Parlament rund um Paris alle verstanden. Der Verkauf von Vattenfall hat das noch mal unterstrichen, denn lange schien es so, als gäbe es gar keinen Käufer. Jetzt gibt es einen, und der kriegt auch noch Geld dafür, dass er die Kohlesparte übernimmt. Die Tatsache, doch, Herr Frese, die Tatsache, dass Deutschland nicht Energiewendeland sein und Kohleland bleiben kann, macht aber einigen, auch Ihnen, Herr Frese, offensichtlich so viel Angst, dass Sie als Regierungsfraktion bzw. Ihre Regierung heute Abend darüber verhandelt, nicht etwa, wie man im Lichte von Paris den Kohleausstieg einleiten kann, sondern wie man das Energiewendeland Deutschland kaputt machen kann. Und das ist wirklich eine Schande, sehr verehrte Damen und Herren. Sie wollen den Windausbau halbieren. Sie wollen den Ausbau der Erneuerbaren auf 45% deckeln. Und wann? Im Jahr 2025. Wir erinnern uns noch mal an die Verpflichtung von Paris. Da heißt es, wir müssen raus aus den Fossilen. Und was bedeutet das denn, wenn wir den Ausbau der Erneuerbaren auf 45% deckeln? Das bedeutet, dass wir im Jahr 2025 55% Fossile im Netz haben. Und das ist Ihre Antwort auf Paris. Das kann einfach nicht sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und vielleicht ist deswegen ja auch die Bundeskanzlerin gar nicht erst nach New York gefahren, um diesen Vertrag zu unterschreiben, weil sie ihn dann nämlich mit einer Pinocchio-Nase hätte unterschreiben müssen. Stattdessen ist Frau Hendricks gefahren. Und ich frage mich wirklich, auch wenn sie jetzt nicht da ist, aber Sie, Herr Pronold, wo ist der Aufschrei Ihres Hauses am heutigen Abend, wenn der Energiewende die Beine abgehackt werden können? Es kann nicht sein, dass Ihr Haus fordert, der Kohleausstieg müsse kommen. Das steht in Ihrem Klimaplan drin. Und gleichzeitig sagen Sie am heutigen Tag nichts dazu. Das geht einfach nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen ist der Antrag absolut richtig, den Kohleausstieg einzuleiten. Aber, liebe Eva Bulling-Schröter, wenn das jetzt hier schon so explizit angesprochen wird, was man denn alles in Brandenburg macht und dann auch noch eine Veranstaltung zum Kohleausstieg in Cottbus macht und aber nichts darüber sagt zu dem Verkauf Vattenfall und EPH. Ach ja, und die Landesregierung, was hat die denn dazu gesagt? Warum gibt es denn keine Auflage, dass der neue Käufer keine neuen Tagebaue erschließen kann? Warum gibt es die nicht? Das gibt bei den Betriebsgenehmigungsverlängerungen, könnte man das machen. Und sie kam, na gut, sie kam mit Baden-Württemberg, aber wir reden ja über Braunkohle, also mit NRW sollte man das vielleicht vergleichen. Da hat sich die grüne Landesgruppe dafür eingesetzt und der Minister, dass es nicht neue Tagebaue gibt, sondern eine Reduzierung. Also man kann auch als kleiner Koalitionspartner was erreichen, aber man muss den Mund aufmachen und nicht wie Ihr Fraktionsvorsitzender im Brandenburger Landtag auf unseren Antrag hin, wo wir gefordert haben, die Rückstellungen für die Tagebausanierung, die wir ja brauchen, das haben Sie ja selber gesagt, nach § 56 des Bundesberggesetzes, dass wir die sicherstellen, weil wir wissen ja von den Atomrückstellungen, dass sie nicht einfach da irgendwo lagern und anwachsen. Unseren Antrag dazu, da sagt dann Ihr Fraktionsvorsitzender im Brandenburger Landtag, ach nee, das sei nicht nötig. Also man gehe ja nicht davon aus, dass der neue Investor irgendwann pleite geht. Deswegen bräuchte man hier gar nichts zu regeln. Das ist keine verantwortungsvolle Regierungspolitik. So ist es nun mal einfach, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich erwähne das hier auch, weil diese Punkte sind wahnsinnig wichtig, wenn wir über den zweiten Antrag reden, nämlich den zur Tagebausanierung. Den unterstützen wir ja. Da geht es darum, dass die Altlasten der DDR-Tagebaue, dass die gesichert werden müssen. Nach 2017 will das Finanzministerium kein Geld mehr bereitstellen. Das Bundesumweltministerium, so hören wir, will es tun. Aber es macht doch nur Sinn, dass der Bund und der Steuerzahler für Altlasten zahlt, wenn man unterscheiden kann, sind das die Altlasten der DDR oder sind das die Altlasten der neuen Tagebaue. Das heißt, die Bedingung für solche Finanzierung muss sein, dass sie sicherstellen, dass es keine neuen Tagebaue mehr gibt, weil sonst kommt es zu einer Vermischung, wie wir sie haben in Briesen. Da sagt jetzt nämlich die LMBV, also die öffentliche Hand, wir können hier leider nicht finanzieren, die Spreeverockerung, das Trinkwasser, weil das ist ja alles Schuld der aktiven Tagebaue von Vattenfall. Und Vattenfall sagt, das ist ja alles Schuld der DDR-Tagebaue. Und am Ende steht das Wasserwerk da, das demnächst eine Warnung rausgibt. Liebe Frankfurterinnen und Frankfurter, es tut uns leid, die Sulfatbelastung Ihres Trinkwassers ist so hoch, dass Sie die nicht mehr Säuglingen geben können. Daher geht das nicht. Und unser Antrag zur Finanzierung der DDR-Braunkohlefolgeschäden beinhaltet keine neuen Tagebaue.
Tagebaue und eine Sicherung der Rückstellung. Und vielleicht kommen wir in der Debatte hier ja noch zusammen. Das würde mich sehr freuen. Herzlichen Dank. Lieber Herr Fartz, machen Sie sich mal keine Gedanken. Hier wird sehr gerecht mit der Redezeit umgegangen. Und ich kann Ihnen einige Ihrer Kollegen sagen, die deutlich überzogen haben. Keine Sorge, wir passen schon auf, dass gerecht zugeht. So, nächster Redner, Thomas Jürg von der SPD.